Leute, willkommen zurück zu Crastorio, meiner Factorio-Serie, wo wir heute versuchen, hier etwas Uran abzubauen. Und wenn ich dem zu nahe komme, das tut mir nicht gut. Aber glücklicherweise haben wir Roboter, welche uns das nötige Bauen auf dem Feld ersparen können. Uranerz müssen wir verarbeiten und ich denke, die Uranverarbeitung machen wir gleich hier nebendran, wenn uns dieses Feld ausgeht, was nicht so schnell passieren soll, denn es ist recht groß. Dann können wir von hier unten wahrscheinlich mehr Uranerz anliefern. Uranerz brauchen wir nicht nur für unsere Nuklearbrennstoffzellen, für unseren Kernreaktor, sondern auch für die Produktionstechnologiekarten, welche wir vielleicht auch noch in dieser Folge hinbekommen. Also ich denke, wir brauchen hier Ausgang Richtung Norden, das passt, aber wir brauchen eigentlich nur einen Ausgang. Und dann können wir das mal planen. Da brauchen die Roboter wahrscheinlich ein bisschen Zeit, bis sie alles platziert haben. Und die wahrscheinlich reicht uns die Reichweite für unsere Roboter nicht bis in die Mitte. Und meine sind uns ausgegangen. Wie üblich, an irgendetwas fehlt es immer. Ich mal hier die Strommasten von Hand, gehe mir meiner holen und dann kann ich das Erzfeld fertig bauen. Die Miner sind platziert, Strom ist auch angeschlossen, das heißt, alles was jetzt noch fehlt, ist Schwefelsäure, damit wir die Miner auch betreiben können. Und den holen wir einfach von hier oben, wir haben den ja hier mit auf dem Bus liegen. Allerdings nicht mehr allzu viel. Vielleicht müssen wir da bei der Schwefelsäureproduktion etwas nachhelfen. Aber das sollte auch zumindest
reichen für den Anfang. Vielleicht braucht es ein Weilchen. Wir können ja schon mal hier mit der Uranverarbeitung beginnen. Wir machen das links und rechts. Und da müssen wir einfach mal aufspalten. Auf dieses Band geht's raus, von dem geht's rein. Das heißt, hier sind wir andersrum. Gut. Und ich habe 10 Zentrifugen, 8 Stück. So machen und dann hier hinten, da trennen wir auf. Das dieses hier gehen wir auf die Seite, das. Nein, wir machen es umgekehrt. Wir machen es umgekehrt. Hier eine Kiste. Und hier auf dieser Seite. Ein paar Kisten. Und da kommt dann unsere Uranverarbeitung ran. Da muss ich schauen, wie das funktioniert. Das heißt, wir werden versuchen, zuerst diese Kisten zu füllen. Und dann ziehen wir das Ganze nach hier hoch. Ein Untergrundband reicht hier. Denn wir brauchen Uranerz. Kupfer. Es mangelt an Kupfer. Wir brauchen Uranerz für Forschung. Den kann ich auch hier runtersetzen. Irgendwo hier hinten werden wir das brauchen. Aber bevor wir uns den neuen Forschungskärtchen zuwenden können, glaube ich, müssen wir da mal schauen, was denn da mit Kupfer und Schwefelsäure los ist. Ja. Eine Schwefelfabrik allein reicht nicht aus. Aber wir können hier einfach das Ganze verdoppeln. Flüssiggas, daran liegt es also nicht. Wir haben hier doch einiges im Lager. Vielleicht liegt es auch einfach am Druck, dass wir da nicht genügend durchbringen.
machen wir hier einfach mal eine Pumpe ran. Das sollte helfen. Und Kupfer habe ich beim Vorbeifahren gesehen. Hier bekommen wir ein volles Band rein, was sich dann aber auf 4 Bänder verteilt. Was dann natürlich effektiv pro Band nicht mehr allzu viel übrig lässt. Und vielleicht müssen wir hier einfach eine zweite Schmelze in Betrieb nehmen. Die Frage ist, wo geht dann? Ja, das geht für die Leichtbauteile drauf. Das ist sehr kupferhungrig. Nun wollen wir aber schauen, wie sieht es denn hier unten mit Uran aus. Immer noch keine Schwefensäure. Sieht fast so aus, als hätten wir da irgendwo einen Unterbruch drin. Das sollte helfen. Ja. Und da laufen sie an. Das heißt, ich kann mich hier hinten mal darum kümmern, wie wir die nächsten Kärtchen hinbekommen und was wir dazu noch brauchen. Uran haben wir, die Technologiekarten nicht keine große Sache. Schnelles Fließband wissen wir, wie herstellen. Produktivitätsmodule, das bekommen wir auch hin, denke ich. Während ich hier stehe und die Roboter unseren Mainbus verlängern lasse, stelle ich fest, dass ja, wir bekommen Uran raus, aber das Förderband sieht ziemlich bunt aus. Und das ist, weil in Krastoria bekommen wir bei der Urananreicherung neben dem Uranerz auch noch andere Materialien raus, welche wir so nicht direkt brauchen. Und machen wir das hier etwas anders. Hier nochmals einen Filter. Dann, zwei elektrische Schmelzen. Da machen wir mal Ziegelstein draus. Drin. Dann können wir hier Beton drin machen. Das wird auch hier wieder mal Wasser.
und das ist wahrscheinlich nur so eine kleine Menge an Beton, die wir da rausbekommen. Aber sollte gut genug sein, hoffe ich zumindest. Um den Stein wegzubekommen, möglicherweise nicht das Eisen. Aber wir können fürs Eisen noch eine zweite Schmelze dahinter platzieren. Abzuschöpfen. Und wenn wir dann noch den Strom da anschließen, dann sollte das ziemlich gut funktionieren. Hoffe ich zumindest. Hier machen wir eine Stahlkiste ran. Da auch nochmal eine Stahlkiste. Hier nochmals einen Ofen und da schmelzen wir dann das restliche Eisen. So, packen den Rest hier in eine Kiste und dann muss ich jetzt nur noch das vom Band nehmen, was auf dem Band liegt und nicht auf das Band gehört. Und könnte gefährlich werden für mich, denn jetzt habe ich Uran in der Tasche und das tut mir nicht wohl. Puh, das war knapp. So aus, als ob wir etwas zu viel Stein rausbekommen. Damit sollte zumindest das schon mal funktionieren. Ich schließe hier. Auf dieser Seite kann ich ja schon mal Strom anschließen. Aber hier noch nicht, denn primär brauchen wir ja erstmal das Uranerz für unsere Forschung. Für die Anreicherung brauchen wir nicht ganz so viel.
Und die müssen wir ja sowieso erstmal forschen mit den neuen Forschungskärtchen, welche wir hoffentlich in der nächsten Folge hinbekommen. Also bis dann und tschüss!